Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo mit eurem Gameblamer. Und heute machen wir eine Kartoffel-Kassler-Pfanne. Und die ist sehr lecker, würde ich mal so einfach mal behaupten. Ich zeige euch erstmal, was ihr so braucht. Das ist mal wieder umgemünzt natürlich, weil wir keine Kartoffeln essen dürfen wegen der Stärke. Und zwar haben wir hier, das sind jetzt 700 Gramm Kassler. Eigentlich soll man nur so um die 500 Gramm nehmen, aber das ist eigentlich wurscht. Dann hat man halt noch für mehr was, für mehr Tage. Dann habe ich hier zwei Kohlrabi-Knollen als Kartoffelersatz wieder. Die habe ich in grobe Stückchen geschnitten, so ungefähr wie so Bratkartoffeldinger aussehen würden. Eine Zwiebel geschnitten, aber diesmal nicht gewürfelt, sondern richtig schön so, dass das noch so ein Bogen ist. Das sieht natürlich nachher schöner aus auf dem Teller. Und naja, ob es gewürfelt ist oder so, ist eigentlich völlig egal. Wir brauchen das erste Mal in einem Kochvideo von mir Majoran. Salz, Pfeffer, Öl. Pfanne, Topf und so weiter. So, und wichtig ist allerdings, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht euch den Umstand machen wollt, wie ich das jetzt hier gerade mache mit dem Kohlrabi, dass ich den erstmal kochen muss. Den muss man erstmal kochen, damit der ein bisschen weich wird. Der ist ja ein bisschen härter als so eine Kartoffel. Dann könnt ihr natürlich auch ein Glas Kohlrabi nehmen. Moment, das habe ich auch zufälligerweise hier in meinem 10-WBC-Schränkchen. Dann könnt ihr natürlich auch so einen Kohlrabi nehmen. Das geht natürlich dann viel, viel schneller für die Leute, die noch zur Arbeit müssen oder so. Aber ich hatte den Kohlrabi eh noch bei mir im Kühlschrank rumliegen. Und der musste so langsam weg. Ich will ja keine Lebensmittel wegschmeißen, bin ja kein Verschwender. Und deswegen habe ich das mit frischem Kohlrabi gemacht und muss ihn jetzt erstmal in Salzwasser kochen. So, kippen wir schon mal rein, weil das Wasser kocht nämlich schon langsam. So. Also wie gesagt, das waren zwei große Knollen, natürlich ohne Blätter. Und ja, lassen wir halt erstmal ein bisschen kochen. Mindestens eine Viertelstunde, würde ich mal so sagen. Das braucht schon ein bisschen. Und in der Zeit können wir uns dem Kassler widmen. Und zwar wollen wir natürlich die Knochen und so nicht haben. Na, ich habe das Rädchen hier ein bisschen fester gestellt an der Kamera. Jetzt ist das ein bisschen störrisch. Dann nehmen wir nämlich jetzt erstmal den Kassler und schneiden da hier diese ganzen Knochen drumherum weg. Die brauchen wir nämlich nicht. Ich weiß, das ist jetzt kein Messer, was eigentlich dafür gedacht ist. Eigentlich kann man es auch so abrupfen. Braucht man nicht hier so einen Terz machen. So, das ist das, was dann so ungefähr vom Kassler übrig bleibt. Das ist eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob man das noch in irgendeinem Rezept verwenden könnte, aber ich kann es jetzt hier gerade nicht. Alles mal hier abrupfen. Es gibt den Kassler auch schon ohne Knochen. Habe ich natürlich auch gesehen im Laden. Weil wir versuchen ja so frisch und unbearbeitet wie möglich zu bleiben. Das ohne Knochen war nämlich schon wieder bearbeitet, das war abgepackt und wer weiß, was da schon wieder für Konservierungsstoffe waren. Und deswegen ist das hier natürlich die bessere Alternative. Zack. Gleich haben wir es geschafft. Das ist nämlich eine schöne Beschäftigungstherapie, während halt der Kohlrabi kocht. So. Denn wir müssen nicht nur die Knochen davon entfernen vom Kassler. So. Sondern wir müssen das auch noch in kleinere Stücke schneiden. So, so ein Haufen Fleisch. Geil. So, dann nehmt ihr das nämlich und schneidet das in schöne kleine Stückchen. So, so. So. Wenn ihr euch wundert, warum ich das Messer jetzt so komisch halte, ist einfach, das ist jetzt total von dem Fleisch hier glitschig meine Hände. So, dann macht ihr das alles in ungefähr so große Stückchen. Schön mundgerecht. Das macht ihr jetzt mit allen hier. Und ja, wenn ihr damit fertig seid, müsst ihr noch immer warten, bis der Kohlrabi fertig ist. Zoom mal eben wieder hier raus.
Jetzt habe ich Kassler an der Kamera. Dann würde ich jetzt einfach sagen, weil es mit dem Kohlrabi-Kochen ja noch ein bisschen dauert und eigentlich nicht mehr zu tun ist in der Vorbereitung, jetzt als den Kassler klein zu schneiden, sehen wir uns in einer guten Viertelstunde wieder. Bis gleich, meine Lieben. So, da sind wir wieder zurück. Und der Kohlrabi hat jetzt, ja gut, 17 Minuten gekocht und ist schön weich geworden. Dann nehmen wir uns so einen Sieb und schütten das Ganze erstmal ab, damit das auch wieder schön trocken wird. In der Zwischenzeit habe ich die Pfanne schon mal hier hingepackt, habe schon mal Rapsöl reingemacht und das Ganze auch schon mal auf 6 auf Wärmen gestellt. So, dann schütten wir mal den Kohlrabi ab. Mal erstmal Platz hier in der Spüle. Ah, shit. Ja. Heute nicht ganz so geschickt irgendwie. So, könnt ihr den Schritt euch auch angucken. So. Na, da ist einer hängen geblieben. Ich will doch hier nichts verschenken. So. Boah, der Kohlrabi hat immer so einen geilen Geruch. Ich habe mich früher immer gefragt, wenn meine Oma mit Kohlrabi gekocht hat. Meine Mutter hat das, glaube ich, nie. Habe ich nie bei meiner Mutter in der Küche gerochen. Immer bei meiner Oma in der Küche. Und ich habe mich immer gefragt, was das denn für ein geiles Zeug ist. Und ich hätte nie gedacht, dass es diese hässlich aussehende Runkelrübe aus dem Gemüsefach ist, die so gut riecht. Ja, und jetzt seht ihr hier, kann ich gut zeigen. Jetzt ist das, zack, das bricht jetzt ganz leicht. Das heißt, die sind schon gut durch. Die ist schön weich. Das ist schön weich. So wie eigentlich die Kartoffeln an dieser Stelle sein sollten. So, können wir so auf den Topf machen. Kleiner Tipp, ne? Dann tropft das nämlich nicht hier überall durch die Gegend. Jetzt können wir das Ganze erstmal ein bisschen abkühlen lassen. In der Zeit gucken wir uns mal hier die Pfanne an. Wie das da jetzt mittlerweile mit dem Fett aussieht. Ja, ganz okay. Ja, genug abgekühlt, der Kohlrabi kommt jetzt direkt in die Pfanne und wird angebraten, zusammen mit den Zwiebeln. Aber zuerst schlage ich vor, auf jeden Fall, den Kohlrabi alleine in die Pfanne reinzumachen und ein bisschen anzubraten, weil der ein bisschen länger braucht als die Zwiebeln nachher. Also 2-3 Minuten Vorsprung kann er ruhig haben. So, wir können ja mal ein bisschen ranzoomen. Und ihr wisst ja, gleich kommen da die Zwiebeln rein. Ich gucke mal jetzt einfach so blöd in die Kamera rein. Ihr wisst ja, gleich kommen die Zwiebeln dazu. Deswegen muss ich da eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich brate das Ganze jetzt 2 Minuten lang den Kohlrabi an. Dann packe ich die Zwiebeln rein, brate das noch weiter an. Und in der Zeit läuft wieder mein Lied endlos, um die Leute zu ärgern. Schönen Gruß da übrigens an die Leute, die das Lied haben wollen. Ich gebe es noch nicht raus. Es ist tatsächlich von mir und ich finde es auch wirklich schön, dass ihr das alle so toll findet. Aber das Lied jetzt erst zum Download, wenn ich auch ein schönes Musikvideo dazu gemacht habe. Aber dauert nicht mehr lange, keine Angst. Muss nur ein bisschen wärmer draußen sein, dann drehe ich das schön draußen und so. Naja. Endlos wird hier, endlos für immer und jetzt und hier, gefangen mit dir für die Ewigkeit. Es fühlt sich an, als müsste ich schreien. Werde ich dich los, egal was ich tue, was ich sag, was ich will. Ich werde dich nicht los, ich verliere meinen Verstand. Ich will dich nicht sehen, es hat keinen Sinn, denn du bist endlos. Kurze Unterbrechung hier. Ich habe vergessen zu sagen, während ihr das Ganze jetzt anbratet mit Zwiebeln und den Kartoffeln, natürlich nicht vergessen, auch Majoran, Salz und Pfeffer dazu zu geben. Und da kann ich euch jetzt wieder keinen Maßstab geben. Das muss man wieder so würzen, wie es einem selber am besten schmeckt. Ihr könnt jetzt einfach zugucken, wie ich es würze. Also ich habe hier Majoran. Man kann es natürlich auch besser, ist es, wenn man es sich frisch holt. Aber ich weiß ganz genau, ich benutze Majoran jetzt für vielleicht ein oder zwei Gerichte. Und dann lohnt sich das für mich nicht, da so einen riesen Busch im Geschäft frisch zu kaufen, weil davon wird mindestens die Hälfte wird hier kaputt gehen und schlecht werden. Deswegen habe ich mir das hier als Streuer geholt, getrocknet. Und dann gucken wir jetzt mal. Ich mache mal hier
So. So, das sieht auch ganz gut aus. Jetzt natürlich noch ein bisschen Salz. Und ein wenig Pfeffer. Ich weiß, ich übertreibe es manchmal. Das Ganze hat jetzt 5 Minuten lang gebraten, mit den Zwiebeln auch noch drin. Und ich kann euch jetzt mal einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr jetzt keinen Kassler zu Hause habt oder sowas, könnt ihr das, was ihr jetzt in der Pfanne habt, einfach nehmen, haut dann nochmal 2, 3, 4 Eier, also Rührei, ne, mit Pfeffer und Salz rein und dann habt ihr einen super Bratkartoffelnersatz. Das sollte eigentlich auch mal ein eigenes Video werden, Bratkartoffeln mit Kohlrabi, aber naja, wir sind ja jetzt eh quasi schon an der Stelle, wo man nur noch Ei draufpacken muss, sondern hat man Bratkartoffeln mit Kohlrabi statt, ja, statt Kartoffeln. Ein kleiner Tipp, wenn ihr das Ganze ein bisschen schneller haben wollt und halt euch nicht das Geld in Kassler investieren wollt oder könnt oder, ne, kleiner Tipp am Rande. So, wenn wir das Ganze jetzt soweit haben, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das Ganze hier wieder rausholen. Und zwar packen wir das Ganze am besten direkt wieder in den Topf zurück, wo wir vorher den Kohlrabi drin hatten. Deswegen habe ich ihn ausnahmsweise mal nicht jetzt gespült. Weil wir müssen das Kassler, oder den Kassler, heißt es das Kassler oder den Kassler? Das ist wieder eine Frage, wo man sich tausendmal streiten kann, bin ich mir sicher. So, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Rapsöl drauf auf die Pfanne. So, ich weiß, ich bin immer ein bisschen verschwendet mit dem. Und jetzt packen wir das Kassler in die Pfanne und braten das an. So, dann stelle ich mal eine Seite hier. Mal wieder ein bisschen ranzoomen. Dann natürlich auch ein bisschen Salz, Pfeffer, Majoran könnt ihr da auch noch mal wieder ein bisschen drauf packen. Mache ich hier auch. Allerdings nicht mehr ganz so viel bitte, weil ihr habt ja schon eine ganze Menge an euren Kartoffeln, an eurem Kohlrabi meine ich. Und Zwiebeln. Außerdem hat der Kassler ja einen sehr starken Eigengeschmack. Ich den Kassler jetzt noch ein bisschen braten lassen muss, mache ich jetzt live für meine Facebook-Seite, gebe ich euch, mache ich jetzt live ein Foto von dem Essen und dann wisst ihr ganz genau, wenn ihr jetzt das Video guckt, ach siehste, zu dem Zeitpunkt war ich auf Game Blamers Facebook-Seite und habe gesehen, dass der dieses Essen vorbereitet. Das ist doch mal was. Interaktives Video quasi. So. Schreiben. Ich nenne es auch Videodreh. Ich nenne es Videodreh zum 19 WBC.
gucken wir mal. Tada! Und wenn ihr das jetzt gerade seht, das Video, habt ihr das Foto schon längst gesehen auf der Facebook-Seite. Ja. Übrigens finde ich die Diskussion über mein neues Kostüm für Karneval recht interessant auf meiner Seite. Das ist schon... Soll ich das nächste Kochvideo vielleicht in der Uniform machen? Das wird euch gefallen, ne? Und dabei mache ich das, was ihr unter das Foto geschrieben habt, womit ich damit mein Geld verdiene. Ja, 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 ja. So, gehen wir mal wieder zum Kassler, lass mal nicht anbraten. So, als Kassler müsst ihr ungefähr, sag ich mal, wäre gut, wenn ihr das so ungefähr 10 Minuten anbratet, immer mal ein bisschen umrühren und so weiter. Nur wir haben jetzt noch ganze 6 Minuten vor uns und das möchte ich nicht die ganze Zeit vorspulen müssen. Ist auch blöd für euch, die ganze Zeit die Pfanne mit dem Fleisch anzugucken und deswegen sehen wir uns in 6 Minuten wieder. Passt bitte auf, dass das Kohlrabi mit den Zwiebeln nicht ganz so kalt wird, weil das müsst ihr gleich nochmal zusammen in die Pfanne hauen. Und nochmal ganz kurz unterheben quasi und ein bisschen umrühren, damit das nochmal auf die gute Temperatur kommt und dann könnt ihr es endlich essen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, die 10 Minuten sind um und ihr habt bestimmt bemerkt, dass sich in der Pfanne auch so Flüssigkeit unten aufgesammelt hat. Das ist von dem Kassler halt Flüssigkeit, die jetzt rausgekommen ist. Das riecht aber richtig lecker und damit wir das auch nicht verlieren, packen wir jetzt halt nochmal den Kohlrabi und die Zwiebeln oben drauf, braten das nochmal mit an, auch schön in diesem Bratenfett halt. Oder Bratenfett, Kasslerfett, wie auch immer man das jetzt nennen kann. Braten wir das nochmal kurz an. Damit sind die 2 Minuten rum und wir gucken uns das Endresultat mal nochmal in der Pfanne an. Ist noch am Braten. Ja, so sollte das nach Möglichkeit dann bei euch aussehen. Und ich sag euch eins, das ist schweinelecker. Schweinelecker, weil ist ja auch Kassler. Nein, der war, dafür bitte kein Applaus, der war flach. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem wieder mal Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kocht das Ganze auch mal nach und könnt dann in die Kommentare reinschreiben. Ich mach's mal wieder nach. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob euch das Essen gefallen hat. Und ja, da würde ich mich natürlich freuen und vielleicht habt ihr auch Vorschläge, wie man es besser machen könnte. Ja, hiermit ist das Restaurant Gameblamer geschlossen für heute. Ich werde jetzt essen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und einen guten Appetit. Euer Gameblamer. Ciao.